Ich begrüße in Berlin Max Herder von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Tag. Ja, wird das noch mal gelingen mit dem Bundeshaushalt für 2025? Schönen guten Tag erstmal. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, ist immer noch ein gutes Stück höher, als dass es nicht gelingt. Aber trotzdem erleben hier viele in Berlin gerade so eine Art Déjà-vu. Das gab es letzten Herbst schon mal nach dem Klimafonds-Urteil aus Karlsruhe, wo sich also der Kanzler, der Finanzminister, der Wirtschaftsminister wochenlang immer wieder in Klausur zurückzogen und verhandelten und die Milliarden hin und her schoben. Und das erleben wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch wieder. Quasi Dauerverhandlungen zusammen mit ihren wichtigsten Vertrauten und ja, alle warten immer noch darauf, dass weißer Rauch aufsteigt. Um wie viel Geld geht es da eigentlich? Da werden ja immer unterschiedliche Zahlen genannt. Ursprünglich hieß es mal 25 Milliarden. Klafft die Lücke noch, die zu schließen ist? Dann hieß es mal 10 Milliarden. Gibt es da irgendwelche genauen Summen oder muss man da einfach spekulieren und sich so auf Zwischenstände verlassen? Ja, das ist so, wie man im Englischen sagen würde, ein Moving Target. Es waren mal wahrscheinlich 25 Milliarden plus X. Mittlerweile sind es ungefähr 10 Milliarden minus X, kommt ein bisschen drauf an. Aber das ist eben auch ein Teil oder ein Schlüssel zum Verständnis. Die drei müssen eben, weil die Haushaltsspielräume eng sind, weil gewisse Wege wie eben ein Aufbrechen der Schuldenbremse versperrt sind, an allen Stellschrauben drehen, an größeren, an kleineren, auch kleine haushalterische Buchungstricks einplanen, ein bisschen hoffen auch, dass hier und da noch Spielräume entstehen. Und ja, deswegen ist eben immer noch dem Vernehmen nach eine gewisse Lücke, die immer noch nicht mit einer letzten politischen Einigung gefüllt ist bisher. Jetzt schauen wir mal über den Tellerrand und auch über die Landesgrenzen. Wir diskutieren ja jetzt seit zwei Tagen über die Wahlergebnisse in Frankreich. Wie das dann am Ende genau aussieht, werden wir erst am kommenden Wochenende beim zweiten Wahlgang wissen. Allerdings auf der einen Seite, die Börsen haben relativ gelassen auf den Wahlausgang in Frankreich reagiert. Aber auf der anderen Seite mahnen viele Politikerinnen und Politiker, Experten, eine extrem rechte Regierung in Frankreich könnte auch für die EU, aber auch für die Wirtschaft im EU-Wirtschaftsraum Probleme mit sich bringen. Wie sehen Sie das? Man muss vielleicht einmal nochmal vorwegschicken, dass man ja eben auch an jetzt in Entwicklungen in Frankreich sieht, dass es eben erstmal in Deutschland hohes Gut ist, dass die Parteien der Mitte immer noch miteinander sprechfähig, auch koalitionsfähig sind. Und wir erleben natürlich tatsächlich in Frankreich gerade etwas oder drohen etwas zu erleben, wovor seit 20 Jahren, seit dem Vater von Marine Le Pen gewarnt wird, nämlich dass eine absolute Kernnation der Europäischen Union, ein Gründerstaat, nach rechts kippt. Natürlich, wie Sie richtig sagen, wir müssen den zweiten Wahlgang am Wochenende abwarten. Und es kann natürlich auch sein, dass es vielleicht eine Pattsituation gibt oder dass auch linke Kräfte, auch zum Teil sehr linksextreme Kräfte, antisemitische Kräfte jetzt noch gestärkt werden. So oder so droht eine Regierung in Frankreich, in der dann Emmanuel Macron, der Präsident, eine Art Lame Duck ist, nicht mehr regieren kann und mit ganz vielen natürlich eben dann auch möglichen Flurschäden, die das für Europa bedeutet. Weil die deutsch-französische Achse hatte schon vorher Probleme in den vergangenen Wochen und Monaten, eigentlich Jahren, muss man sagen. Und das würde natürlich mit einem Präsidenten, der kaum noch handlungsfähig ist, in der Europa- und Außenpolitik noch mal deutlich schwieriger werden. Vielleicht noch mal kurz zum Schluss gefragt, kann sich die EU momentan in ihrem Zustand das überhaupt leisten, nur auf die Binnenprobleme zu schauen und nicht über den Tellerrand hinaus? Wir haben ja ganz andere Probleme, auch im wirtschaftlichen Bereich, China beispielsweise. Wer weiß, wie das Verhältnis mit den USA wird? Müsste da nicht viel mehr Kraft investiert werden, die EU wetterfest zu machen auf das, was dazukommt? Eigentlich ja, Sie haben vollkommen recht. Das ist eigentlich auch den allermeisten klar, wenn man mit ihnen im Hintergrund spricht. Allerdings sind eben die Eigenlogiken und die politischen Dynamiken dann auch aus den Nationalstaaten heraus eben doch häufig andere. Und in der Tat, bisher ist eben die EU der 27 nicht der eine kohärente Block, die eine Macht. Ursula von der Leyen hat immer davon gesprochen, Europa müsse die Sprache der Macht lernen. Man muss tatsächlich sagen, es ist immer noch dabei, sie zu lernen. Sagt Max Herder von der Wirtschaftswoche. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen heute Vormittag. Danke Ihnen.